Das ist ein historischer Tag für die Menschheit. Der Langzeitraum der gesamten menschlichen Zivilisation, eine andere Welt zu besiedeln, ist wahr geworden. Ich bin begeistert und stolz, zu den Menschen zu gehören, die das möglich gemacht haben. Wir werden bereits mit Bewerbungen zur Umsiedlung auf dem Mars überschwemmt und das Fernweh und der Enthusiasmus dieser Leute macht mich stolz. Ein Mensch zu sein, macht mich stolz, ein Mensch zu sein, sorry. Der rote Planet ist nach wie vor unwirtlich und sogar gefährlich, aber wir als Spezies haben stets unsere Fähigkeit bewiesen, uns anzupassen und zu verbessern. Die ungünstigsten Bedingungen sorgen lediglich dafür, dass wir uns nur noch mehr anstrengen. Deshalb sage ich, packen wir es an. So, also wir können zusätzliche Kolonisten dazu holen, das mache ich auch sofort und natürlich wieder Männlein, Weiblein und ich mache es einfach so, ich bestelle gleich zwei Raketen mit Kolonisten. Warum? Ja, weil ich kann. Weil ich kann, würde ich sagen. So, jetzt gehst du erstmal da runter. Sector scanned. Das ist halt echt blöd, dass der so weit außerhalb ist. Ja gut, und wenn wir jetzt da einen Drohne haben, denn wir brauchen das so oder so, früher oder später ein. Ja, und ja, was machen wir denn jetzt hier eigentlich, wenn? Also, der Drohnenhub hat hier sein Lager. Der Drohnenhub hier oben hat kein Lager zur Verfügung. Also, wie lösen wir das Problem? Ja, ganz einfach, wir bauen einen Shuttle-Service. Der ist dann dafür zuständig, dass die Waren zwischen den Lagern und auch die Kolonisten zwischen den Kuppeln hin und her transportiert werden. So, bitte aufladen. Dürfen wir natürlich nicht zu weit treiben. So, ich denke, das sollte reichen. Und Anomaly du analyzed. kannst dann hier weitermachen. So, Anomalie erforscht. Machen wir gleich mit der nächsten hier weiter. Genau, also wie gesagt, hier oben machen wir. Dann halt falsch. Ja. So, jetzt. Hier oben bauen wir jetzt dann einfach noch ein Lager hin. Und da könnten wir sogar ein Universallager machen, denn hier kommen jetzt tatsächlich nur die Sachen hin, die gebraucht werden. Machen wir das so. So, der Shuttle Service ist auch soweit, ist mit Treibstoff betankt und jetzt sehen wir es da. Vehicle battery low. Die Shuttles transportieren jetzt die Ressourcen, die benötigt werden, da oben. There's Die werden more dahin to the barren transportiert. environs of the red planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. Gut, also So long as you den know where Text to look. kennen wir schon. Wir haben jetzt einfach nur neue Forschungen angezeigt bekommen. Und eine davon ist eigentlich ganz gut, diese Low-G-Turbinen, also dass mehr Strom erzeugt wird. Aber wir müssen warten, bis wir weitermachen können. Das haben wir jetzt sogar bekommen, ohne dass wir wirklich was gemacht haben. So, warte mal. Dich schicke ich jetzt mal wieder. Halt, nee. Nee, 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 nee. Du fährst jetzt hier hin. Zum unseren Transporter, der soll hier die Ressourcen abbauen und dann zu den anderen hinbringen. Ah, das schafft er wieder nicht, oder? Breakthrough discovered. Ah, gerade so. Aber jetzt kann er nicht mehr heimfahren. Nee, jetzt ist Schluss. So, anderes Thema. Unsere Kolonisten sind angekommen. Die landen wir jetzt hier auch gleich wie immer direkt vor der Haustür. Jetzt hier können wir die Arbeiterschicht hier auch dazu holen. Research complete. Jetzt haben wir noch New weitere colonists Kolonisten have und arrived. jetzt können wir uns eigentlich überlegen, tatsächlich hier eine Weltraumbar aufzubauen und für die, die wollen, ein Fitnessareal, dass sie sich ein bisschen austoben können. So.
So, einmal hier hinfahren. Ich hoffe, die Drohnen nehmen das jetzt von selber auf. Jawohl. Und dann laden wir unseren Erkundungsrover wieder auf. Das ist natürlich blöd, dass der da so abgeschlagen ist. Rohre müssen wir eigentlich auch noch verlegen. Denn hier unten haben wir kein Wasser zur Verfügung. Also gut, dann sieht jetzt leider auch nicht so schön aus, lässt sich aber nun mal nicht anders bewerkstelligen. Oh, was hier kann ich... Oh Mann, schade. Oh, und hier ist dasselbe Spielchen. So, das reißen wir hier noch ab. Das geht hier hin. Man könnte jetzt auch Ventile noch bauen. Humankind might be on the verge of a new golden age. And we have... Also das mache ich jetzt hier mal weg. Das kann ich euch so erzählen, was da passiert. Und zwar müssen wir jetzt bis Sol 100, wir sind jetzt bei Sol 20, bis Sol 100 müssen wir 100 Forschungen haben, damit wir weitermachen können. Denke ich mal. Ich habe noch nie so weit gespielt. Ich glaube, das weiteste war Sol 60 oder sowas. Also wäre noch ein bisschen was zum Tun. Sector so, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also wir laden jetzt hier den Rover auf, schicken die nochmal darüber zum Bauen. Und du wirst jetzt dich auch erstmal wieder vernünftig selber aufladen, dass man dir nicht immer hinterher rennen muss. So, auf der Kolonie ist schon einiges los. Die Raketen haben hier auch eine Menge Nahrung noch mitgebracht. Wir könnten sogar... Ah, die eine Rakete können wir gleich wieder nach Hause schicken, ja nicht schlecht. Aber erstmal muss sie entladen werden. Oh ja, wir brauchen noch viel mehr Drohnen. Die 22 Drohnen, die reichen wohl auch nicht. Aber wir erforschen ja hier schon mal, das machen wir jetzt so rum. Dass wir dann auch in der Lage sind, selber Drohnen herzustellen. So, der Erkunder. Der schaut jetzt auch wieder, dass er weitermacht. Und dann haben wir hier noch den ferngesteuerten Rover. Zusammen mit dem Transportrover, dass die da unten weiterbauen. Damit wir... Können wir jetzt hier eigentlich gleich schon mal anfangen. Hier... Warte mal, das können wir hier eigentlich abreißen. Brauche unsere Kuppel. Ah ja gut, ich warte ja noch auf die bessere Kuppel. Warte mal. Shit, das kann ich nicht mehr abreißen. Na gut, vielleicht brauche ich das irgendwann mal. So, und jetzt schicken wir die da nach oben. Das hat wieder super nicht geklappt. Anomaly analyzed. Cable fault reported. Na okay, und die schieben das Zeug immer hin und her, weil das gerade nicht gebraucht wird da oben. So, und unser Erkundungsroboter, der macht jetzt da einfach fleißig weiter. Milestone achieved. Und Kabelbruch haben wir noch und haben das erste Mal Nahrung produziert. Sehr cool. Vehicle battery low. Von wem? Ah, von dir. Ja, okay. Du... Aber wir müssen ja eh auch noch Strom da oben hinlegen. Stimmt, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Machen wir das so. Ah, sehr schön. Dann schaut das einigermaßen gut aus, alles. Research complete. Anomaly analyzed. So, was haben wir jetzt erforscht? Die Hydrosynthese. Das war... Ah, das Gebäude. Jetzt können wir Polymerfabriken und Treibstoffraffinerie selber bauen. Und jetzt erforschen wir die Robotik, also dass wir selber Drohnen herstellen können. Das ist sehr gut.
Bin mal gespannt, wann wir endlich die größeren Kuppeln erforschen können. Wie viele Arbeitslose haben wir denn hier eigentlich? Arbeitslos 11 Stück? Oh, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Dann führen wir einfach noch eine weitere Arbeiterschicht ein, dass ihr ein bisschen beschäftigt seid. Und eine Krankenstation wäre vielleicht nicht schlecht. Das kann man eigentlich immer brauchen. Spielplatz brauchen wir jetzt hier gar nicht. Kindertagesstätte auch nicht. Wir haben keine Kinder. Machen wir jetzt halt noch die Sicherheitsstation und dann einfach wieder. Ah, wir können hier so eine kleine Gasse hinstellen. Halt, aber schon vernünftig. Warte. So. So, jetzt ist das hier eigentlich in der Lage, sich selber zu auf dem neuesten Stand zu halten. Hier sehen wir auch einfach die Ressourcen, werden jetzt hier immer schön hin und her transportiert. Wobei da ein paar zu The viele first dabei colonists sind, are all brauchen gamblers nicht coming to alles. Mars. It's the ultimate roll of the dice. Oh, jetzt haben wir was Neues. Also auf gewisse Weise sind die ersten Kolonisten alle Glücksspieler. Schließlich gehen sie das ultimative Risiko ein, um zum Mars zu gelangen. Sie reisen in etwa 50 Millionen Kilometer zu einer felsigen, lebensfeindlichen Welt und versuchen ihr den Willen der Menschheit aufzuzwingen. Raina Katsarova scheint jedoch auch dem Glücksspiel im traditionellen Sinne verfallen zu sein. Aber wir dürfen ihn dafür nicht verurteilen. Vielmehr müssen wir unseren Kameraden unterstützen, der mit uns in die Leere gereist ist, um bei der Entdeckung neuer Welten dabei zu sein. Nur um herauszufinden, dass einen dort dieselben Laster wie auf der Erde belasten können. Also, wir haben jetzt auch noch einen Glücksspieler an Bord. Alkoholiker, Glücksspieler, das wird ja immer besser. So, lad dich hier mal auf. Und du kannst auch noch ein bisschen weiter erforschen. Also, wir haben ja hier eine ganze Menge, was wir erforschen können. Und ja, da gibt es auch noch eine Menge. Wir haben ja nicht mal 500 Einheiten abgebaut. Ja, doch, fast. Etwas mehr, ein bisschen mehr. So, Skin wechseln können wir hier auch noch. Sector scanned. Das hier gefällt mir eigentlich besser. Jetzt würde ich eigentlich ganz gern die Quartiere hier Anomaly abreißen. analyzed. Kann ich das überhaupt? Haha, muss ich nämlich schauen. Habe ich das Stilllegungsprotokoll erforscht? Ja, habe ich. Sehr schön. Denn sonst könnte ich jetzt nur quasi ausschlachten. Die Gebäude selber dann bleiben aber weiterhin bestehen. Ich kann da nichts hinbauen. So, aber ich will ja da natürlich wieder was Neues hinbauen. Hier die Apartments. So, und das muss jetzt aber schnell gehen, denn ich habe jetzt natürlich ein paar Arbeitslose. Das ist natürlich keine gute Idee, wenn wir da Arbeitslose haben. Nicht Arbeitslose, Obdachlose, sorry. Also 12 Obdachlose. Arbeitslose sind auch nicht gut, aber Obdachlose ist noch schlimmer, behaupte ich. So, neue Technologien könnten erforscht werden. Das scheint mir eine sinnvolle Forschung zu sein, aber jetzt warten wir einfach mal. Dann lädst du dich wieder auf und dann können wir weitermachen. Warte, was ist das? Der Transporter? Okay. Der ferngesteuerte Rover kann auch hier runter. Also Nahrung haben wir auf jeden Fall genügend. Ich hätte noch nicht mal welche produzieren müssen, ehrlich gesagt. So,
So, jetzt können wir eigentlich mal wieder einen Blick hier in unsere Kolonie werfen. Research complete. Das ist jetzt hier unsere erste, ich würde sagen, vollkommen ausgebaute Kuppel. Ja, ist uns sehr gelungen, glaube ich. Können wir hier mal vom Dach des Sicherheitscenters begutachten. Oder aber auch vom Dach der Kuppel. Echt sauschön. Vor allem, man kann halt wirklich hier überall hinfliegen, ohne Probleme. Okay, das sieht ehrlich gesagt nicht so schön aus, wenn man da so einen Glotz davor hat. Man hätte eher die Aussicht nach Cable hier richten fault sollen. reported. Aber gut. Das nächste Mal. Beim nächsten Mal denken wir ein bisschen drüber nach, wo wir was platzieren. So, die Rakete kann ich jetzt endlich zurückschicken. Das dürfte die hier oben sein, genau. Oh, was? Achso, okay, ich dachte, das wäre irgendwie eine neue Art von Ressource. So, was haben wir jetzt? Oh, was haben wir denn hier? Hochempfindliche Photovoltaik. Ah, 100% mehr Strom. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt warte ich erstmal mit, was ich da als nächstes so erforsche. Habe ich nicht die Drohnenfabrik schon? Oder erforsche ich die gerade? Neues Gebäude, Drohnenfabrik. Ach so, nee, die muss ich wahrscheinlich gezielt bauen. Warum ist denn Drohnenfabrik? Ah, die braucht auch wieder Menschen. Stellt Drohnen fertiggebauten Milestone her. achieved. Dank denen die Drohnenhubs, die gehorsam Arbeitskräfte der Kolonie bestellt werden können. Wahrscheinlich keine Gefahr für die Menschheit. Das ist cool, dieses. Wahrscheinlich keine Gefahr. So, wo stellen wir das denn hin? Ich glaube, hier ist ganz cool. Oh, wir haben ein Neugeborenes. Haben ein neugeborenes Kind. Sol 23. Cool, unser erstes Kind in der Kolonie. Haben wir super gemacht, sehr schön. Bin ich sehr stolz drauf jetzt. Hat aber diesmal sehr lange gedauert. Ansonsten habe ich das schon immer schneller hingekriegt, aber was soll's? So, wir kaufen uns hier nochmal ein bisschen Verstärkung ein. Aber geben wir ein bisschen mehr ein, dass wir vielleicht mehr erforschen können, dass es ein bisschen schneller vorwärts geht. So, und jetzt müsste ich einfach. Ah, weil gerade keiner arbeitet. Warum arbeitet keiner? Ich habe doch hier. Ja, okay, ich habe keine Arbeitslosengeld, die sind Breakthrough alle beschäftigt. discovered. Plasmarakete. Ah, reduziert die Reisedauer. Auch nicht schlecht. Aber brauche ich nicht. Noch nicht. So, hier geht's weiter. Jetzt muss ich langsam schon aufpassen auf meine Drohne wieder. Oder beziehungsweise auf meinen Rover, nicht auf meine Drohne, auf meinen Rover muss ich aufpassen, dass der nicht ganz auf Abwege gelangt. So, was wollte ich jetzt hier? Genau, also ich brauche irgendwie mehr Leute. Vielleicht nochmal 24 Stück? Oder 12 Stück? Ein zu viel. Ja, 13 sind hier drin. Research complete. Sector scanned. Ah, nee, okay, jetzt arbeiten welche da drin. Aber Strom brauchen wir noch. Ah, Gebäude innerhalb der Kuppel müssen nicht mehr so häufig gewartet werden. Das ist eine lohnenswerte Forschung. Die nehmen wir gleich mit. Ach, ansonsten baue ich jetzt halt einfach da oben eine kleine Kuppel We've nochmal just hin. found the wreckage of Phobos 2.
The old probe even had some new data for us to analyze. Ah, wir haben soeben das Wrack von Phobos 2 entdeckt. Viel interessanter ist jedoch, dass die alte Sonne noch Informationen gespeichert hat. Am 7. Juli 1988 hat die Sowjetunion zwei Proton-K-Raketen mit den Sonden Phobos 1 und Phobos 2 auf eine Mission zum Mars geschickt. Nur Phobos 2 hat sein Ziel erreicht. Doch der Kontakt ist abgerissen, bevor er seine kostbare Ladung abliefern konnte. Die Menschheit wird uns ewig dafür dankbar sein, dass wir die Informationen von seinem Computer bergen konnten. Wir haben neue Anomaliestandorte bekommen. Drei Stück jetzt leider nur, ist eigentlich nicht so viel. Hatte mit mehr gerechnet, aber ist nicht so dramatisch. So, du musst jetzt aber wieder zurück, dich aufladen. Man muss schon immer aufpassen, ne, was seine... Anomaly found. Oh, da ist auch gerade eine Anomalie aufgeschlagen. Sehr gut, sah aber mehr aus wie ein Meteor irgendwie. Es ist auch ein Meteor gewesen. So, ja komm, wir machen jetzt hier folgendes. Ich bestelle mal nochmal einen Erkundungsrover. Das ist, glaube ich, keine blöde Idee. Und einfach nochmal weitere Ressourcen wie Maschinenteile, elektronische Teile und auch Polymere. Weil die stelle ich ja auch noch nicht her. So, und jetzt kann ich hier einfach... Ah ja. Die Drohnen müssen erst gebaut werden, oder? Ah, okay, ja, ich muss die erst im Auftrag geben. Ah, okay, verstehe. Jetzt habe ich 15 Drohnen in Auftrag gegeben. Research complete. So, wo ist der Rover jetzt? Okay, der hat sich jetzt hier aufgeladen. Machst du da unten mal weiter? Und, ah, okay, die werden jetzt hier gebaut und dann werde ich die, kann ich die hier wohl anfordern, einzeln. Ja, hier können wir auch wieder eine Kuppel platzieren, also wir können schon noch einige Kuppeln bauen. Nee, wen habe ich denn jetzt hergeschickt hier? Ach, den da, nee, du bleibst da. Bauen wir jetzt hier oben unsere zweite Kuppel auf. Dann machen wir jetzt so ein bisschen. Achso, kann man nur so machen. Okay, genau. Ja, macht Sinn eigentlich, gell? So, also die zweite Kuppel ist jetzt hier in Planung. Es ist leider keine große Kuppel. Ich wünschte, ich hätte eine große Kuppel zeigen können. Aber kommt noch, kommt noch. Bin eh gespannt, was es sonst noch so alles für Forschung gibt. Wir sind natürlich total fleißig. Oh, das ist hier, Upgrade ist nicht schlecht. Wir sind total fleißig in der Robotik. Alle anderen Forschungen vernachlässigen wir aber ziemlich. Zum Beispiel... Das hier wäre eine sinnvolle Forschung, dass wir mehr Strom produzieren. Das wäre, glaube ich, eigentlich keine schlechte Idee. Anomaly analyzed. There's more to the barren environs of the red planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. Also der Text ist wie immer dasselbe. Wir haben wieder neue Forschungen aufgezeigt bekommen, und zwar hier Nutzung des Erdreichs, was uns eine neue Farm verspricht, und hier systematische Ausbildung, da werden Wissenschaftler und Botaniker einfach etwas besser, also plus 10 mehr Leistung.
So, jetzt müssen wir aber hier weitermachen, denn wir müssen natürlich jetzt auch endlich mal ein bisschen Gewinn abwerfen. Die Leute schicken uns nicht hier rauf, damit wir hier unseren Spaß haben. Nein, sie wollen natürlich auch was davon haben auf der Erde. Und so haben sie uns hier raufgeschickt, um Metalle abzubauen, die wir dann gewinnbringend wieder verkaufen nach unten zur Kolonie. So, genau, das passt. Dafür kriegen wir Geldmittel zur Verfügung gestellt und von denen können wir dann. Shit. Kann die. Ah, der Drohnenhub kommt da wieder nicht Research dran. complete. Oh Mann. Ich überlege gerade, ob ich den Drohnenhub nicht einfach verlege. Ich glaube, das mache ich auch. Ich verlege den Drohnenhub. Das ist jetzt echt peinlich. Was bleibt mir anders übrig? Vehicle battery low. So, das hier reiße ich jetzt hier ab. Und da muss ich jetzt höllisch aufpassen, eigentlich, was ich mache. Wo ist Strom? Hier ist Strom. Warte, ich muss das abbrechen. Puh. Ich muss erst meinen Strom neu verlegen, denn ansonsten war's das mit der Kolonie. So, hier erstmal so den Strom hier so rumlegen und den legen wir so rum. Und jetzt sollte. Ja, jetzt klappt das auch wieder mit dem Strom. So. Breakthrough discovered. Die Rakete kann ich endlich hier wegschicken und die hier kann ich landen lassen. Und zwar. Ah, Mist. Okay, egal. Machen wir das We hier have a reißen wir mal power ab. shortage. Ja, nicht lang, nicht lang, nicht lang. Ich glaube, das hat sich jetzt auch schon wieder Sector erledigt, ja. scanned. Select a sector to scan. So, na, langsam haben wir doch hier alles abgescannt. Jetzt ganz kurz schauen. Jetzt habe ich ein bisschen ein kleines Chaos angerichtet, glaube ich. Das macht so auch keinen Sinn. Mist. Ich muss den Drohnenhub besser positionieren. Da habe ich jetzt nicht nachgedacht. So, ist gut. Dann machen wir den jetzt so hin. Jetzt habe ich zwei Drohnenhubs ganz unnötigerweise gebaut. Die Rakete ist ja noch voll We have a beladen power mit Nahrung. Colonists are suffering from hypothermia. Oh ja, Strom brauchen wir jetzt auch wieder. Cable fault Sonst reported. erfrieren unsere Leute, das ist natürlich auch nicht so schön. Ah, da bauen wir jetzt hier. Machen wir das so. So, so, so. Ah, Mist, genau den habe ich falsch platziert. So. So. Okay. So machen wir das jetzt. Und ich. Warte mal, die muss ich umpriorisieren. Das muss hier alles, sonst erfrieren meine Leute. Das ist keine gute Idee, wenn die erfrieren. Können wir jetzt hier auch nochmal gucken? Hier ist 17, haben wir nur noch. Ah, ich habe ja hier einen weiteren Erkundungsrover ja bestellt gehabt, genau. So, der andere muss jetzt sich aber auch erstmal wieder aufladen. So, jetzt produziere ich wieder genügend und das schlachte ich jetzt hier wieder aus.